Also weißt, Bobby, wegen der Straßen hätte man gar nicht so weit zu fahren brauchen. So schlechte Straßenverhältnisse haben wir in Europa auch. Stimmt, die Straße erinnert mich stark an die Schweiz, ans Emmental. Eine Emmentaler Straße. Landschaftlich? Nein, nur ein Loch neben dem anderen. Na, aber romantisch ist es schon hier. Weißt, so stelle ich mir die Gegenden vor, in denen Postkutschen überfallen werden. Kitty, du reitest mit deiner Gruppe zum Stonehill hinüber. Ja. Wenn du da bist, gibst du Signal. Adlerschrei dreimal. Dann greifen wir an. Kitty von rechts und wir von links. Ja, Goldtransport zu Ende. Genau. Los, Jungs! So was Blödes. Sag mal, was suchst du da ununterbrochen? Brauch dringend was zum Rauchen. Ja, mir sind meine Zigaretten leider auch ausgegangen. Da! Da schau her, Doc Harper. Glaubst du, Bobby, hat dieser Doc Harper was dagegen, wenn wir uns von ihm zwei Glimmstängel ausbohren? Nein, bestimmt nicht. Soviel ich weiß, bedeutet Doc Doktor. Und mit einem Akademiker kann man sich ja immer verständigen. Doc heißt aber Hund. Okay. Weißt, wir können sie ja nachher wieder ersetzen. Du, das klingt aber lieb. Was war denn das? Das klingt wie ein amerikanischer Kuckuck. Ah, ja. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, die berühmten amerikanischen Zigarren habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja, ein bisschen stark sind schon. Also nein, mir ist das ein zu starker Tobak. Hast recht. Im Wilden Westen muss man nicht ausgerechnet an einer Nikotinvergiftung sterben. Dynamit! Feiner Akademiker, dieser Doc. Ich sag's ja, Doc ist doch ein Hund. Hat man ein Rendezvous, schaut man nicht aus wie du. Man wascht sich jedenfalls erst seinen Hals.